Auszubildende beim ATV Südholstein. Und als Energiedetektive wollen wir unsere Zukunft besser gestalten. Die Energiedetektive. Die Zukunft gestalten wir. Der Weg in die Nachhaltigkeit führt über Bildung. Durch unterschiedliche Methoden und Arbeitsweisen werden die Jugendlichen motiviert, das Thema Energie und Klima aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Das Thema Nachhaltigkeit und die wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge wurden in dem Projekt thematisiert. Workshops zu Projekt- und Budgetplanung wurden durchgeführt. Die Energiedetektive finden heraus, welchen Beitrag leistet der AZV Südholstein zur Klimadiskussion? Die Energiedetektive haben sich mit folgenden Themen beschäftigt. Blockheizkraftwerk. Hier wird unsere eigene Energie in Form von Gas, die wir hier haben, wird in Strom und Wärme umgewandelt. Das mit Hilfe von 4 Blockheizkraftwerken, die derzeit eine Leistung von 660 Kilowatt je Motor haben und zukünftig dann etwa 1000 Kilowatt je Motor, erreichen wir eine Steigerung der Strommenge bezogen auf die BHKW-Module um ca. 20%. Es gibt eine neue Abgasbehandlung, also das Abgas wird in Zukunft sauberer aus dem Schornstein kommen. Und wir werden unsere Wärmenutzung erweitern. Also wir werden in Zukunft eine Technik einbauen, die aus Wärme noch mehr Strom produzieren kann. Doch wie entsteht Strom und Wärme aus Klärschlamm? Der Klärschlamm wird in die Faultürme geleitet. Durch Bakterien und verschiedenste Faulprozesse entsteht Faulgas. Dieses wird im Entschwefler von schädlichen Stoffen gereinigt und gelangt dann in die Gasmotoren. Diese wandeln das Gas in Strom um. Der Strom und die entstehende Abwärme werden sinnvoll vom AZV Südholstein genutzt. So ist es in Zukunft möglich, den Eigenenergiebedarf des Klärwerks bis zu 60% zu decken. Wärme aus Abwasser. Die Ressourcen, die in unserem Schmutzwasser stecken, hier die Wärme aus Abwasser, wo kann man die nutzen, wie kann man die nutzen? Gab es Gespräche natürlich innerhalb des AZV, auch im Vorstand. Und der Herr Tesch, der Bürgermeister der Gemeinde Heidgraben, sitzt bei uns im Vorstand und hat als eine der 39 Mitgliedsgemeinden davon Wind bekommen und ist auf den Zug aufgesprungen und hat gesagt, da mache ich mit. Und ich habe spontan Ja gesagt, weil ich die Einstellung auch unserer Gemeindevertretung und Bürger kenne, dass sie zu diesem Thema stehen und dass das auch angenommen wird. Davon bin ich ausgegangen und das ist dann auch so geschehen. Das Trinkwasser, das ja der Ursprung des Schmutzwassers im Allgemeinen darstellt, kommt mit 7-8 Grad Celsius in den Haushalt, wird dann durch Geschirrspüler, Dusche in den Ausguss gekippt, beim Duschen zum Beispiel. Von 37-38 Grad Celsius läuft es in den Abfluss und weg ist es. Im Sammler wird diese Abwassertemperatur dann durchaus bis 12 bis 15 Grad Celsius warm. Und dieses 12 bis 15 Grad Celsius warme Abwasser nutzen wir dann, um eben dieses Gebäude überwiegend zu beheizen. Mobilität. Macht es wie der AZV. Dieser hat 2003 bereits auf Autogas umgestellt. Schont die Umwelt, fahrt mit Autogas. Energie erleben schon von klein an. Das von der SOF Save Our Future Umweltstiftung initiierte landesweite Bildungsprojekt Energie erleben,
Klimaschutz für kleine Leute wurde im Kindergarten Hedlingen vom AZV Südholstein aktiv begleitet. Zusammenhänge zwischen Energieverbrauch, Treibhauseffekt und globaler Erwärmung werden durch praktisches Erleben deutlich. Hier werden die Erfahrungen von Schulkindern an Kindergartenkinder weitergegeben. Wie viel Kraft ist nötig, um mit einem Energieerlebnisfahrrad ein Glas Wasser zu erwärmen oder eine Bohrmaschine zu betätigen? Und Franzi, wie ist das auf dem Energiefahrrad selber Energie zu machen? Oh, ganz schön anstrengend. Das glaube ich sehr. Handlungsoptionen für den Alltag. Frau Bieler, wir haben ja gemeinsam das Projekt Energieerleben gemacht hier im Kindergarten. Für uns als Umweltunternehmen ist das eine wichtige Aufgabe. Wir wollen damit Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Kindergarten bringen, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung ist für uns der Schlüssel zur Zukunftsgestaltung. Schon die Kleinen sind wissensdurstig und möchten erforschen, erfahren, spielerisch die Welt entdecken. Und sie dabei zu unterstützen, ist unser Ziel. Was hat es aber letztendlich bei Ihnen auch wirklich bewirkt? Das wird ja oft gesagt, das bringt bei den Kleinen nicht wirklich was. Doch, also es war schon immer unser besonderes Anliegen, den Kindern im Kindergarten die Grundlagen zu vermitteln, mit unseren Ressourcen sparsam umzugehen. Und wir haben das auch in unserer Konzeption verankert. Und wir haben an dem Projekt Energieerleben unsere Großen teilnehmen lassen, die also im nächsten Jahr eingeschult werden. Und ich muss sagen, die Kinder haben ihr erworbenes Wissen, setzen sie um. Und auch hier im Kindergarten erleben wir das. Also die Kinder achten wirklich drauf, gerade in unserem Badezimmer, wo wir kein Tageslicht haben, dass das Licht wieder ausgeschaltet wird, wenn sie rausgehen. Und insofern denken wir schon, dass also viel bei den Kindern angekommen ist. Die Azubis erweitern und differenzieren ihr Wissen und erfahren, dass wissenschaftliches Wissen alleine nicht ausreicht, um zukunftsrelevante Lösungen zu finden. Die Energiedetektive werden in die Lage versetzt, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auch auf zukünftige Generationen und das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. Sie erfahren, dass regionales Handeln mit globaler Verantwortung verknüpft ist, gemeinsam auf dem Weg zur Nachhaltigkeit.